Ja, herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute geht es wieder um das New Road Race in der 2023 Edition. Heute geht es ums Geld. Hier ist die Rechnung vom ersten Service. 2000 Kilometer habe ich gewartet mit dem ersten Service. Jetzt sind wir so bei 2300 vielleicht. Ist wohl hauptsächlich im Winter gefahren, natürlich. Und ja, was hat es mich gekostet? Was habe ich auch selber vielleicht verursacht? Darum geht es jetzt im Video. Bis gleich. Ja, bevor wir jetzt zum Service kommen, was das gekostet hat, ganz kurz, ihr seht es hier sicherlich, hier dran ist ein Schaden und hier unten noch ein kleiner Schaden. Ja, da war ich nicht so ganz achtsam und da ist mir das Fahrrad dann doch mal umgefallen. Erzähle ich euch gleich noch dazu. Ansonsten, wenn wir uns hier gucken, optisch nichts dran, aber mal damit Instagram, Facebook und YouTube auch real sind, den Dreck von gestern mal dran gelassen, habt gesehen, es war jetzt ein bisschen matschig, vielleicht wollte ich auch viel Regen und da fängt die Karre auch gar nicht schon was ab. Ihr seht es hier ganz gut. Hier geht es immer nach oben dann und dann hinten über die Tasche drüber. Das ist so der typische Weg, wenn ihr mal durch den Wald fahrt. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir so 2300 Kilometer weg. Nach 2000 bin ich einmal zum Service gegangen, Termin vereinbart. Die Hauptsaison im Winter war durch. Endlich war der Schnee weg, Eis war auch weg. Also es wurde halt zu gleichen Teilen Straße und Wald gefahren. Ich muss sagen, ich bin weiterhin sehr, sehr zufrieden mit dem Fahrrad. Überhaupt keine Probleme bisher. Was ich auch großes Glück hatte, bisher gab es noch keinen Plattfuß. Ich fahre mit Schläuchen und bisher hat alles gut gehalten. Immer ein bisschen wieder aufgepumpt. Und mehr war nicht zu machen. Wir hatten ansonsten Kette reinigen. Das war alles. Und jetzt gucken wir mal, was es gekostet hat. Ob die im Radladen auch gesagt haben, da ist bisher nicht viel dran. Ich muss dazu sagen, wenn man jetzt ein Fahrrad neu kauft, und es ist jetzt noch nicht so alt, dann erwarte ich auch, dass da nichts dran ist, großartig. Aber ihr kennt es ja, wie beim Autokauf, Preis beim Kaufen ist das eine. Also jetzt hier, ich hätte damals 1400 bezahlt, kostet eigentlich 1700 das Fahrrad. Aber was es dann auf längere Zeit kostet mit Service, ist das andere. Ja, die große Durchsicht hier, gibt verschiedene Anbieter, verschiedene Fahrradläden. Bei dem ich bin, da kostet die 72 Euro. Das ist meistens mit Termin vorher und dann kann man es oft am Nachmittag, am späten Nachmittag, frühen Abend wieder abholen. Wir haben uns entschieden, den hinteren Reifen, also den Mantel, zu wechseln bei dem Fahrrad. Und der hat in der Mitte doch durch ein paar stärkere Bremsungen auf Asphalt doch guten Abrieb. Und dann haben wir überlegt, was machen wir vielleicht jetzt diesen Sommer, wie lange wollen wir noch fahren? Und da war die Entscheidung, wir wechseln auf den gleichen wieder, auf den Schwalbe-Reifen. Und da können wir mal gucken, was wir bezahlt haben. Der Schwalbe G1 All kostet jetzt im Laden hier 44,99 €. Neuer Schlauch natürlich auch, der kostet 10,80 €. Ja, die Schlauch von Schwalbe kriegt man meistens online auch für 10 Euro. Wenn er im Angebot ist, kriegt er meistens für 5 bis 6 sogar. Und der Service kostet dann nochmal 7,20 € hinterher. Ansonsten war nichts dran am Fahrrad, waren auch relativ überrascht, muss ich sagen, beim Service. Wir haben schon gedacht, dass jetzt die Kette kommt oder andere Teile schon. Es war nichts dran, das heißt, wir haben jetzt beim ersten Service bezahlt 134,99 €. Ist schon ein bisschen Geld, aber war jetzt nicht jetzt so die Menge. Ich denke mal, als nächstes wird es um die Kette gehen. Ja, da haben wir uns mal ausgemacht, wir gucken mal nach 1000 Kilometern wieder, wie sie aussieht. Aber sie waren jetzt, mehrere haben drauf geguckt, haben gesagt, sind sehr überrascht, dass einfach so wenig Abrieb zu sehen ist an der Kette und an allen anderen Komponenten auch. Ja, jetzt nochmal kurz zur Kette. Ihr seht, müsste ein bisschen sauber gemacht werden. Darum geht es aber gerade nicht. Ein Grund, warum wahrscheinlich die Abnutzung noch nicht so groß ist bei der Kette und sie auch noch gut hält, ist sicherlich, dass ich nur so vielleicht ein Viertel insgesamt mit dem Switch hinten gefahren bin. Das heißt, man kann ja hier umschalten an eine Schaltung auf einen Modus für mehr Gelände. Dann ist mehr Zug auf der Kette und natürlich dann auch mehr Abrieb. Vorteil soll sein oder ist auch, dass die Kette fast gar nicht mehr springt, weil es einfach so viel Zug dahinter ist und dann nicht mehr abspringt. Ich muss allerdings sagen, ich bin jetzt auch viel Forstwege gefahren, also sowas, wie es jetzt hier aussieht. Ihr seht es ungefähr auch über Stock und Stein. Und ich hatte jetzt nicht einmal, dass mir die Kette vorne runtergefallen ist. Egal jetzt, ob das jetzt 20, 30 cm dazwischen waren, zwischen den Wurzeln und man Schlag kam, dass es nicht passiert.
Deswegen habe ich mich entschieden, weil ich meistens halt auch Strecken fahre, ja, die halb-halb sind. Das heißt, wir fahren mal ein bisschen im Wald und dann fahren wir wieder ein bisschen auf dem Asphalt, ja, den Switch erstmal auszulassen und praktisch auf der Straßenvariante hinten zu fahren. Ja, das war jetzt so mein Eindruck, ja, vom ersten halben Jahr, was jetzt die Kosten angeht für das Fahrrad. Bisher bin ich sehr, sehr zufrieden, so soll es auch sein. Wie gesagt, war alles dabei: Eis, Schotter, Asphalt, ja, vier Waldwege. Da, wo das Fahrrad auch meiner Meinung nach hingehört. Wir schauen dann mal das im nächsten Video, vielleicht nach so 3.000 oder 4.000 Kilometern, ja, was ich auch nochmal verändere am Fahrrad. Vielleicht brauche ich auch ein neues Lenkerband durch den Schaden, den ich verursacht habe. Und ob dann auch neue Pedale dran sind. Ihr habt gesehen, da ist noch so eine kleine Tasche aktuell dran. Ja, das ist eine Notlösung. Aber darüber, ja, reden wir dann im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, andere Sachen, haut es rein in die Kommentare. Ich freue mich auf ein Abo und einen Daumen hoch. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und habt viel Spaß draußen mit eurem Fahrrad. Ciao, ciao.